Erste Vollkatastrophe, ne? Sind alle Zimmer belegt. Wir sind der Assistent des Arztes und wir sollen eigentlich die Ärzte in ihrer Tätigkeit entlasten. Von der Leiter gefallen? Ja. Okay. Ist er noch gelaufen? Ja, ist er, aber es geht schlecht. Trotzdem mal ausschließen, dass da nicht was gebrochen ist. Genau. Ja. Hallo, mein Name ist Eike Ludger Abin. Ich bin 30 Jahre alt, arbeite als Physician Assistant im Klinikum in einer Notaufnahme. Ich bin gerade auf dem Weg zu meinem Dienst. Wie man sieht, die ersten Patienten sind schon da. Und ich lasse mich mal überraschen, was der Tag heute so bringt. Außerdem steht heute noch ein Feedbackgespräch mit meiner Oberärztin an. Und da bin ich auch sehr gespannt, was da kommt. So. Erste Vollkatastrophe, ne? Sind alle Zimmer belegt. Da ist das Wartezimmer auch wieder gut voll. Und wir müssen gucken, wo wir mit den Patienten hinkommen. Und das Schönste ist, dass jetzt sogar noch unser Ivena-System ausgefallen ist. Das heißt, die Rettungswegen können sich nicht mal mehr bei uns anmelden, sondern kommen jetzt einfach so hierher gefahren. Mädchen, irgendwie 12 Jahre, mit dem Kopf zusammengestoßen, mit einem anderen Schüler wahrscheinlich beim Spielen oder ähnliches, das muss man jetzt erfragen. Alleine durch schon mal ein Erscheinungsbild ist es nicht immer ganz so einfach, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Manche sind sehr schüchtern und fremden dann unglaublich. Dann ist die Anamnese nicht ganz so einfach. Natürlich ist jeder Patient irgendwo gleich, aber man gerät da dann noch mehr unter Stress, vor allen Dingen auch, weil Kinder nicht so häufig so krank sind und man da tatsächlich die Routine nicht hat. Abin ist mein Name, hallo. Ich bin die Physician Assistant in der Notaufnahme. Und du bist? Ich bin Lauren. Lauren, was passiert? Eine Freundin von mir, die hat halt, die wollte mich halt umarmen und dann bin ich mit meinem Kopf gegen den Kopf von meiner Freundin halt geknallt. Hast du das Gefühl, du bist auf einem Karussell und es dreht sich oder auf einem Schiff und es geht hoch und runter? Nein. Ich untersuche dich einmal. Ist nichts Schlimmes, ne? Schau mir mal auf die Nase und ich leuchte mal in deine Augen. Super. Und dann schau mal der Lampe hinterher, ohne den Kopf zu bewegen. Siehst du den Stift irgendwie zweimal oder sowas? Nein? Und wenn du den Kopf so nach links und nach rechts und ganz nach oben und ganz nach unten bewegst, tut das weh? Nee? Nee. Okay, gut, alles klar. Ich bespreche das einmal mit meinem Kollegen. Name gibt es ja schon her, Physician Assistant, also wir sind der Assistent des Arztes oder des Internisten, wenn man es ganz genau übersetzen möchte. Da greifen wir an und wir sollen eigentlich die Ärzte in ihrer Tätigkeit entlasten. Es gibt kein Berufsgesetz für PAs in Deutschland, was bedeutet, es ist nirgendwo niedergeschrieben, was darf ein PA. Es gibt nur Gesetze, die sagen, was darf ein PA oder ein nichtärztliches Personal überhaupt gar nicht. Wir übernehmen ärztliche Tätigkeiten im Rahmen von Delegationen. Das heißt, uns muss einfach gesagt werden, was wir machen dürfen. Und da ist ein bisschen der Vorteil als PA. Wenn ich es nicht kann, muss ich es nicht machen. Von einem Arzt wird es erwartet. So. Ich habe sie mir angeguckt. Hat hier so ein kleines Hämatom über dem rechten Auge. Ist aber neurologisch komplett uneingeschränkt. Ich habe die Eltern eigentlich soweit aufgeklärt über diese Schädelprellung. Ja. Ich würde ihnen den Bogen mitgeben. Ja. Okay. Ja. So, hallo. Guck mal, ich habe deinen Brief fertig geschrieben. Bitte sehr. Lassen Sie die nächsten 24 Stunden vielleicht nicht unbeobachtet. Und je nachdem, wie es Ihr morgen geht, können Sie entscheiden, ob Sie wieder zur Schule sollen. Ja. Vielen Dank. Gerne. Ebenso. Tschüss. Eigentlich ist meine persönliche Motivation, so gut wie möglich alles hinzubekommen, wichtig. Dabei ist es aber, sich nicht selbst zu überschätzen. Das ist unglaublich wichtig in diesem Beruf. Und auch wissen, wann die Zeit gekommen ist, einen ärztlichen Kollegen über gewisse Dinge zu informieren. Und auch um Hilfe zu fragen, weil sonst passieren Fehler und das kann im Endeffekt böse ausgehen. Nicht nur für einen selbst, sondern vor allen Dingen für den Patienten. Und das ist genau das, was wir vermeiden müssen. Leiter gefallen. Von der Leiter gefallen? Ja. Okay. Dann fange ich erstmal oben am Kopf an. Ja. Ja? Ich ziehe das Pflaster einmal ab. Ja. Nicht erschrecken. Ich mache da so ein paar Klebchen drauf. Die können Sie ein paar Tage da drauf lassen. Wenn es geht, die Wunde täglich kontrollieren. Wenn ich sie so anfasse, fühlt sich das auf beiden Seiten gleich an. Ja. Einmal ganz entspannt auf meinen Arm. Ganz ruhig. Ganz locker lassen. Gut.
dann unterhalte ich mich einmal kurz mit meinem Kollegen, ich melde das alles an. Ich lasse ihn dann auch zum Röntgen bringen, ne? Dann müssen Sie da nicht hin. Der hat aber rechter Rippenbogen, hat da eine ordentliche Prellmarke, da tut es ihm weh. Gesäß links hat er Abschürfungen. Okay. Da tut ihm aber nichts weh, also da kannst du drauf rumdrücken. Ist er noch gelaufen? Ja, ist er, aber es geht schlecht. Ja. Ich glaub, trotzdem mal ausschließen, dass da nicht was gebrochen ist. Genau. Ja. Gut. Perfekt, danke dir. Ich war als Notfallsanitäter kurz wieder im Rettungsdienst nach meinem Bachelorstudium zum Physician Assistant. Es war ein Spätsommer, es war ein Nachtdienst und es ist eine junge Frau auf einem Fahrrad von einem PKW erfasst worden, die wir lange Zeit auf offener Straße versucht haben wiederzubeleben, was im Endeffekt nicht geklappt hat, weil sie also ein schweres Trauma erlitten hat, dass sie mit ihren Verletzungen waren, die waren einfach mit dem Leben nicht zu vereinbaren. Das war tatsächlich ein Nachtdienst, in dem ich selber nicht mehr geschlafen habe und als ich dann zu Hause war, auch nicht gut geschlafen habe. Das sind natürlich Dinge, die, das sind Ausnahmesituationen, die berühren einen. Und das muss man wirklich sagen, zum Glück kommt sowas sehr selten vor, weil wenn man alles persönlich an sich heranlässt und mit jedem so empathisch mitfühlt, dann überlebt man einfach nicht lange in diesem Beruf, weil man sich einfach zu sehr auf jeden Patienten einlässt. Man muss immer noch eine gewisse Distanz wahren, Patient, medizinisches Personal. Ansonsten wird man, glaube ich, irgendwann krank. Sehe ich jetzt so akut auch nichts, kannst aber nochmal einen Ultraschall machen. Er hat hier hinten rechts, ja direkt da, wo die Niere in ihrem Nierenlager ist, ja die Prellmarke. Deswegen mache ich einmal einen Ultraschall und gucke einmal, ob ich da irgendwo an der Niere eine Verletzung sehe oder freie Flüssigkeiten, die darauf hinweisen könnten, dass die Niere irgendwas abgekriegt hat. Und gucke dann halt auch die andere Seite und einmal den Bauch generell an, einmal so eine orientierende Sonografie. Wenn ich keine Beschwerden mache, ist das alles normal. Dann ziehen wir das einmal ein bisschen hoch. Genau. Und Sie legen mal bitte die Arme hinter den Kopf, als wenn Sie am Strand liegen. Ich wollte nach der Niere gucken. Da ist sie nämlich. Das ist jetzt die rechte Niere, die wir da haben. Und da guckt man dann einmal, ob man da irgendwie einen schwarzen Saum sieht, was so als Anhalt für freie Flüssigkeiten wäre. Das sieht aber auch alles schön aus. Glücklicherweise konnten wir eine Fraktur ausschließen. Wir konnten jetzt ausschließen, dass im Bauch alles in Ordnung ist oder beziehungsweise haben jetzt ausgeschlossen, dass da irgendwas kaputt ist. Die Niere sieht gut aus und somit haben wir eigentlich alles Gefährliche ausgeschlossen. Glück gehabt. Ne? Glück gehabt. Genau. Gut, ich würde alles fertig machen. Ich bespreche die Bilder auch nochmal mit meinem Kollegen, die ich gerade gemacht habe. Willst du mal einmal mit auf die Sonobilder gucken? Ja. Ist das Bild ein bisschen schön. Ja. Da habe ich aber auch nichts gesehen. Ich schreibe den Befund eben und dann würde ich den entlassen. Ja. Ne? Den Brief gebe ich Ihrer Tochter, ne? Ah. Müde? Ja, es geht. Okay. Hast du einmal gerade einen Moment, dass wir einmal dein Feedback-Gespräch führen können? Das steht jetzt hier an. Ja, alles klar. Wo wollen wir hingehen? Erzähl kurz einfach mal, wie ist es für dich im Moment? Du weißt ja selber, mein Dienst ist super anstrengend. Wir laufen ziemlich voll. Die letzten zwei Tage waren jetzt ja nochmal extra anstrengend. Ich habe das Gefühl, dass du chirurgisch einfach schon ganz, ganz viel Expertise hast und da total gut eingearbeitet bist. Ich bin ja am Anfang einfach in die Chirurgie reingerutscht, weil die ja immer alleine waren, die Assistenten, und die Inneren ja ein bisschen besser besetzt sind. Deswegen bin ich ja in die Chirurgie reingerutscht. Und dadurch bin ich ja internistisch nicht so weit gekommen. Was ich gerne ausbauen würde in den nächsten Monaten, wären so die praktischen Fähigkeiten. Die Abdomensonographie internistisch ist einfach nochmal ein bisschen umfangreicher, ein bisschen anspruchsvoller von dem, wonach wir gucken. Das würde ich gerne nochmal ausbauen. Ja, sehr gerne. Sehr gut, dann machen wir das so. Perfekt, alles klar. Ja, also Eike ist für uns eine riesige Entlastung. Dadurch, dass dieses PA-Studium auch so aufgebaut ist, dass er von allem ein bisschen was sieht, können wir ihn extrem breit einsetzen. Wir können ihn für chirurgische Patienten einsetzen, für internistische Patienten einsetzen. Und Eike als Person bringt einfach ganz viel Motivation und Engagement mit. Und dementsprechend ist er eine riesen Hilfe und Stütze hier in der Notaufnahme.
Das ist nochmal schön, das so zu hören. Und aber genauso gut auch Verbesserungsvorschläge noch angebracht wurden. Das ist auch das, wo es noch weiter hingehen darf in die Professionalisierung in der inneren Medizin. Ich glaube, selbst wenn man eine Pause macht, kann man nicht wirklich abschalten, weil man im Hinterkopf hat, dass wieder im Hintergrund irgendwelche Patienten sind und man ganz genau weiß, ich muss jetzt auf Befunde warten, ich muss gleich Laborbefunde sichten oder ich warte auf einen CT-Befund und muss danach dann abklären, welche Therapie der Patient jetzt erfahren soll. Also ein wirkliches Abschalten gibt es auch in der Pause eigentlich selten. Es ist so, dass wir gerade wirklich jedes einzelne Zimmer belegt haben eigentlich bei uns in der Notaufnahme, plus unser Wartezimmer läuft langsam voll. Und was ich gerade gehört habe, ist, dass das andere Krankenhaus hier halt im Landkreis die Notaufnahme komplett abgemeldet hat. Deswegen taucht jetzt gerade jeder Notfall hier im Landkreis eigentlich bei uns in der Notaufnahme auf, was natürlich nochmal zu zusätzlichem Arbeitsdruck führt. Ne? Man muss eine gewisse Stressresistenz mit sich bringen, man muss ein bisschen Multitasking-Talent mit sich bringen. Jetzt hole ich den nächsten Patienten rein, das ist jetzt der mit der Schnittwunde. Nehmen Sie Platz. Hallo. Was waren das für Messer? Cuttermesser? Genau. Ja, okay. Irgendwie so, aber die Wand so schön, ne? Wissen Sie, wann Sie das letzte Mal gegen Tetanus geimpft wurden? Das ist 5 Jahre her. Ja, super. Ja, das ist recht tief tatsächlich. Nehmen wir einmal, ne? Mhm. Aber das sind so 2 Stiche, dann haben wir das eigentlich. Versuchen Sie mal den Finger zu beugen. Sehr gut. Ich bespreche das einmal mit meinem Kollegen. Ja? Ja. Ich würde so eine Oberstanästhesie stechen, heißt das. Das ist eine Anästhesie, die ich steche dann links und rechts am Finger ein. Wie der Betäubung beim Zahnarzt. Genau, so wie beim Zahnarzt. Genau, das ist im Prinzip das ähnlich. Okay? Super. Bis gleich. Für mein Studium selber hätte ich mir tatsächlich ein bisschen mehr Praxisanteile und ein bisschen mehr das Erlernen von Hard Skills im Studium erlernt, sei es jetzt gewisse Untersuchungstechniken oder auch das Arbeiten mit einem Ultraschall. Aber ansonsten hat mir das Studium sehr gut gefallen und ich glaube, es hat mich auch gut vorbereitet. Am Ende meiner nicht so erfolgreichen schulischen Karriere war es eigentlich so, dass ich mir überlegt habe, wo möchte ich jetzt hin? Ich habe gesagt, okay, das, was die Leute vom Rettungsdienst machen, das ist ganz cool. Habe dann versucht, einen Medizinstudienplatz zu bekommen. Das hat nicht funktioniert über viele Jahre. Habe von diesem Berufsbild gehört, habe mir einen Infotag an meiner Hochschule angehört und habe dann tatsächlich dort auch angefangen, den Bachelor zu studieren. Ab und zu kommt der Gedanke tatsächlich nochmal, dass man sagt, eigentlich wäre es dann doch irgendwie ganz schön gewesen, einen Medizinstudienplatz zu haben und auch eine Approbation zu besitzen und in Anführungsstrichen richtiger Arzt zu sein. Jetzt hast du doch nochmal ganz gut geblutet, wa? Ich glaube, um mit Menschen arbeiten zu können, muss man ein hohes Maß an Kommunikation und Empathie mitbringen, dass man ein gutes Gespür dafür hat, wie man mit seinem Gegenüber umzugehen hat. Drückt immer ein bisschen, ja. Die Nähte dürfen nicht zu nah beieinander sein, es darf nicht zu viel Spannung drauf sein. Wenn man auch zu doll zieht oder zu doll den Knoten zusammenzieht, kann es auch mal sein, je dünner der Faden ist, dass der mal ausreißt und die Haut aufschneidet. Das sollte man natürlich vermeiden. Wird schon taub? Ja. Wenn Sie nicht hingucken können, ist gut. Wenn das sein sollte, sagen Sie Bescheid. Ne? Früher haben hier in der Notaufnahme die Wundversorgung immer Ärzte gemacht, also Nähen von Wunden kleben. Aber seitdem ich als PA hier in der Notaufnahme bin und die Ärzte auch wissen, dass ich diese Aufgaben kann, wird es auch an mich delegiert und ich kann diese Wundversorgung durchführen und entlaste dadurch natürlich dann auch die Ärzte. Ja, heute war dann doch recht viel los, war ein bisschen chaotischer Tag. Besonders schwere Notfälle waren jetzt tatsächlich nicht. Es war halt einfach die Patientenflut insgesamt, die es so anstrengend oder so lebreich gemacht heute hat. Wenn ihr wissen wollt, wie das Studium so zum Physician Assistant läuft, dann schaut doch mal hier. Und mehr Videos zum Thema Medizin findet ihr hier.